Prüfungstag heute, gell? Zur Fahne! Uisch, Kinge! Tschallio! Sauber Mobas, sauber Brown, Kinge! Alle Faust halten. Kima Shogi, von hier. Schau! Jetzt Power, heute Prüfung. Zum ersten Damen. Bistiolas Evangelia, Bendix Roxana, habe ich es richtig ausgesprochen jetzt, ja. Endlich nach 10 Jahren. Ja. Brosche Alexander, Maurer Alexander. Heute Prüfung zum ersten Damen. Evangelia, wie viele Jahre Taekwondo hast du bis heute gemacht? 8,5 Jahre. Gell? Roxana, 8 Jahre. Ja, deine Mama hat heute gesagt 9 Jahre. Ja. Alexander? 8 Jahre. 9,5 Jahre, gell? Die Firma einen ganz großen Applaus. Ja. Heute Schwarzgurtprüfung. Schwarzgurtprüfung ist etwas Besonderes. Das ist das, was ich heute erklärt habe. Dann heute eine zweite Damenprüfung. Quattrocchi Marco, bitte. Kommen Sie vor. So, Ciao. Er hat heute Prüfung zum zweiten Dan, gell? Über Marco eine ganz kleine, ganz kurze Geschichte, auch sehr interessant mal zum Erzählen. Marco hat vorher schon Taekwondo gemacht. Marco war vorher schon erste Dan, Marco war vorher schon zweite Dan, gell? Vorher schon. Dann
Marco hat auch verschiedene Kampfkünste gemacht. Er macht heute auch Aikido. Ja, ist kein Geheimnis. Gell? Ist auch ganz groß darin. Gell? Muss man auch betonen. Und sein Sohn trainiert bei mir ebenfalls Taekwondo. Und dann habe ich mal, wie ich jedes Jahr machen tue, ein Familientraining wurde veranstaltet. Na gut, dann kam der Marco mit seiner Frau, mit die Tina Quadrocchi. Ja, die haben zusammen mitgemacht. So, der Marco hat sich ganz normal reingestellt in ganz normal Joggingbekleidung. Dann habe ich aber erst einmal gesehen, anhand von seiner Bewegungen, er ist ein erfahrener Kampfkünstler. Dann haben wir mal miteinander geredet, ob er mal ins Training kommen kann. Ja, natürlich. Soll er doch mitmachen. Freue ich mich sehr. Was hat aber der Marco gemacht? Marco kam mit einem Taekwondo-Anzug, nicht mit einem Schwarzgurt. Der Marco hat nicht gesagt, er ist ein Schwarzgurt. Der Marco kam mit einem Weißgurt. Er hat mit einem Weißgurt mitgemacht im Training und das einige Male. Bis wir mal, großen Applaus, bis wir mal miteinander mal, wirklich mal ernsthaft gesprochen dann haben. Und dann habe ich einfach mal Marco gefragt, Herr Quadrocchi, eine Frage mal bitte. Haben Sie vorher irgendetwas gemacht? Ja, ich habe Taekwondo gemacht. Ja, okay. Was für einen Gürtel haben Sie gehabt? Anhand von seiner Bewegung habe ich gleich gewusst, er erfahren, Schwarzgurt 100%. Ja, er war zweite Dan im Taekwondo. Sein Meister war Jakob Beck, ja? Das war sein Meister. Ja, muss man auch sagen. Ja? Und dennoch aber, so viel Respekt, was er aber gegenüber uns gebracht hat, hat er mit einem Weißgurt begonnen. Da habe ich gesagt, nein Marco, machen wir nicht. Sie bitte beginnen ab sofort wieder mit Ihrem Schwarzgurt, mit dem ersten Dan. Ich habe ihn gefragt, ob er damit einverstanden sei. Und dann hat er zu mir gesagt als Antwort, Sabunim, ich bin damit sehr einverstanden. Weil sein Lehrer kann ich nicht sein, ich kann ihn nur trainieren. Er hat einen anderen Lehrer gehabt, das muss man auch betonen. Aber heute die Prüfung zum zweiten Dan, vollwertig anerkannt, erste Dan, zweite Dan, Hyeongchil Taekwondo. Gell? Und das möchte ich jetzt auch im Namen von meinem Bruder jetzt hier ganz offiziell machen. Sie sind ein anerkannter Hyeongchil Schwarzgurt Taekwondo. Er kriegt ganz herzlich. Er kommt später dran. Erst die vier bitte, gell? Dann ich. Gut. Zweite Dan, dritte Dan, vierte Dan, bitte alle hier stehen, schnell. Sorry. Unsere Schwarzgurte haben ein Vetorecht. Das bedeutet, wenn eines der zweiten Dan, dritte oder vierte Dan sagen tut, Sabonim, bei der Evangelia, anstatt dass sie eine Faust gemacht hat, hat sie eine offene Hand gehabt. Ich bin damit nicht einverstanden. Dann heißt es dann, was sagt der zweite Prüfer? Was heißt es dann, was sagt der Co-Prüfer Meister Oelle? Letzte Wort habe ich. Letzte Wort habe ich, ob Sie die Prüfung bestanden haben. Schwarzgurtprüfung muss was Besonderes sein. Und damit zeigt ihr jetzt, was habt ihr in 8, 9 oder 10 Jahren gelernt. Gell? Gut. Bereit? Umdrehen fürs Uniform. Gut. Chario? Fertig? Alles gut? Jetzt. Gut. Chayo! Meister Oellet umdrehen bitte, wisch. Und Kinge, Chayo! Schwarzgurte, Kinge! Von Nummer 12, Kevichon! Tschwi! Mund zu. Ohne Kommando. Sisha!
Noch einmal. Chayo! Mund zu. 44 Bewegungen. Kevichon, 12 Dichon, Prüfungchon. Chubi! Kevichon! Los! Die höchsten Darmträger, bitte. Markus? Gerrit? Bei ihm bitte den noch einmal hier umlaufen und den Bütyro mehr raus. Bütyrochaki, mehr raus. Ein bisschen mehr raus. Dein Kopf schaut schon in die Richtung, das Auge geht auch in die Richtung, aber das Bein nicht. Ja, da ein bisschen mehr raus. Ansonsten drin. Noch einmal? Ja, bitte. Kevichon! Kevichon! Los! Come on! Chariot, die kriegen Applaus, gell? Gut. Alle absitzen, bitte. Auf. Niklas? Slim. Chayo? Kigen, Überterrier. Chubi! Chario,
Markus Weber, deine Meinung? Eine Technik noch mal sehen? Ja. Eda, bitte. Roxana, kommst du? Wichtig ist, eine Prüfung muss verstanden werden. Deswegen reden die Hohedarmträger. Eine Prüfung muss verstanden werden. Hier geht es nicht darum, dass einer Durchfall tut. Hier geht es darum, sie werden geprüft und sie müssen verstehen. Nochmal, Chayo, Kinge, Chumi. Ja, stopp. Du hast gehört, was er gesagt hat. Okay. Hier. Nur eine? Reicht. Gut, Chayo, siegreichen Applaus, gell? Okay. Eda, bitte ganz oben. Schnell. Niklas, usch, zu Roxana. Jordan! Marcello! Cello! Kinge! Kampfcello! Ein Kick, ein Kick. Die Form eines Kampfes. Ein Kick, ohne Kontakt jetzt. Nur ein, nicht Freikampf. Ein Kick, hohe Leute beginnen. Los! Absitzen. Ihr zwei auf. Chario. Kampfstellung. Ein Kick nochmal. Locker, dynamisch, mit der Hüfte Mitbewegung. Kraft. Nein, sehr schöne Prüfung bis jetzt, gell? Und genau so muss weiter ausschauen, gell? Später muss unbedingt Freikampf. Freikampf, Bruchtest, Kickbar, Bein. Freikampf, Bruchtest, Kickbar, Hand, gell? Prüfungsbruchtest, 360, 180 Fußfeger. Toyo Chucky, Timmerer, Toyo Chucky, halten. Weiter drehen, Toyo Chucky, unten, Toyo Chucky, Bauchhöhe, gell? Bitte, 1, 2, 3, absitzen, Sie stehen. Linkes Bein zurück. Kampfstellung!
360, 180 Fußwege. Tolle-Chucki, die Minerat, Tolle-Chucki halten, weitergehen, Tolle-Chucki bucht es, weitergehen, Tolle-Chucki stehen, halten. Ready? Up! Halten! Halten! Und ausdrehen. Er kriegt Applaus. Prüfung zum ersten Dan. 10 Bruchteste. 10 Prüfungen, 10 Bruchteste. Das sind die ersten 6 Bruchteste. Dann ein Bruchtest Freikampfbein, ein Bruchtest Freikampfhand, 2 Bruchteste eure eigene Wahl. Worauf ich jetzt schon sehr neugierig jetzt bin. Sei es aus einem Freikampf, sei es aus einer Ilboterium, sei es aus einer Verteidigung. Entscheidet ihr. Okay? Auf bitte. Chario. Bruchtest zeigen bitte. Linkes Bein zurück. Kampfstellung. Evangelia. Mehr vor bitte. Mehr vor. Hinten. Ja. Hinten. Die Leute hinten. Gehen Sie hinten nach vorne. Ein paar Leute darüber. Darüber bitte. Schnell ein paar Leute. Eins, zwei Leute, drei Leute darüber, dass wir das ein bisschen aufhören wird. Ja. Ja. Drei so, Leute. Sehr gut. So, fertig bitte. Evangelia, 360, 180 Fußfeger. Tolle Checky, Timothy, tolle Checky, halten, weiterdrehen, tolle Checky, unten, tolle Checky, stehen. Ready? Up! Cheer, 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 cheer. Stehen! Next! Evangelia, bist du versichert? Ja oder nein? Das weißt du nicht. Muss ich Papa fragen. Ja, hoffe ich. Die Herzer. Nächste bitte. Immer Kontrolle. Halten. Next. Evangelia, ausdrehen, Kampfstellung, hier ab der Nächste. Hier. Hier. Tschüss. Die kriegen Applaus. Ne? Gut, Marcello, bitte. Misch. Hier die Bretter da. Diese Bretter. Gell? Jeder bitte 6 Stück. Brosch Alexander, Herrenbretter. So, Bruchtest bitte aufbauen. Wir fangen an mit der Familie. Sie geht bitte zurück. Evangelia, kommst du? Hol dir 6 Bretter. Einmal 360. Einmal hier muss 360. Bleib so, sag ich. 360, 180, unten muss Fußfehler.
Da, wo der Bucht ist, ist genau da, muss das Brett wieder hin, gell? Da, wo der Bucht ist, genau da muss das Brett hin. Genau in der Höhe, dann nur tiefer gehen. Fertig? Gut, push. Aufbauen bitte. Dann bitte hier nicht stehen. Wer Bucht ist fertig hat, aus hier, gell? Hier dann sofort hinten rum, gell? Fertig? Ciao! Dein eigener Kommando, jetzt Bruchtest. Jetzt gilt es. Da, wo das Brett ist, genau da wieder hingehen. Da, wo das Brett ist, nur tiefer gehen. Ab! Und ja! Selbe bitte. Da, wo sie einstellt, genau da muss Brett hin. Nichts kaputt machen. Kontrolle bitte. Yes. Ready? Aufpassen auf den Fuß. Ciao! Meister Alec, bitte. King it. Kampfstellung! Nochmal Charlie. Kia, Kia, Kia. Mund zu. Nicht nervös sein. Kampfstellung! Hier. Fertig. Zurück wieder Ferse, runter, Zehen zurück, unten Bruchtest, hier. Näher ran,
abtauchen und runter. Hier. Hier ist es. Sie treffen hier. Sie müssen hier treffen. Anschauen. Umdrehen, anschauen. Ab! Next, bitte. Ready? Kommen Sie. Chayo! Heißt er? Okay, Gebüsch. Linkes Bein zurück. Kampfstellung! Schwung! Dein eigener Kommando. Los! Ja. Und ich hier. Mehr Druck. Ja! Weiter! Weiter! Die Kampfstellung. Down! Buchtest! Mehr Druck. Weiter. Kampfstellung. Schnell durch. Ja! Geht, 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 geht. Weiter, 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 weiter. Noch einmal. Halten! Ja! Kampfstellung, Kampfstellung, Kampfstellung. Anschauen. Konzentrieren. Halten. Nochmal, schneller. Und 10 zurück. Ihr vergesst 10 zurück. Ja! Schneller jetzt! Weiter! Geht schon! Normal! Die ersten 6 Bruchteste. Zehntiko, neuntiko, achtiko, siebtiko, sechstiko, fünftiko, viertiko. Jetzt sind wir erst bei Blaugurt. Kampfstellung! Ab! Tor! Muss, muss, muss! Ne, warte. Nochmal, schieß das Ding durch. Kampfstellung! Ab! Los! Tor! Weiter, geht. Das Ding zusammen. Ja! Tor! Geht, weiter! Halt das Ding um! Durch! Tor! Weiter! Geht, 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 geht. Kampfstellung. Hoch damit. Hier halten. Rechtes Bein vorne. Hier runter. Und rum. Mund zu, rum. Geht. Muss. Das Ding zusammen. Muss raus. Los. Kampfstellung. Weiter jetzt. Ja. Und. Geht, geht, geht. Umlassen. Umlassen. Halten. Weiter. Unten bleiben! Nicht nervös! Bein vorne lassen! Hoch damit! Anschauen! Zehen hoch! Anschauen! Hüfte! Rum! Tolljutschegi jetzt! Rum! Tja! Geht schon umlassen! Alle mal einen großen Applaus bitte! Rum! Anschauen! Herz! Los!
Feld zurück. Rum! Anschauen! Schneller jetzt! Hier! Bravo! Schön! Herr Kruschka! So, nimm ruhig! Verrückt! Ne? Schön! King, Ilbo Terrier! Bursche! Eusche! Ja! Ja! Alexander Brosch, fertig machen! Einmal 180, 360, erstmal Festdurchschlag, 180, 360, 540, 720 Grad Sprung, Bruchtest. Alles zeigen. Dann am Schluss Bruchtest, gell? Ferse 180, 360, 540, 720. Ohne Kommando, jetzt letzte Protest! Bravo! Alexander Brosch, bitte! Sorry. Jetzt hier. Nee, nee. Sagte immer zu mir, Mario, Sie müssen kämpfen. Wenn du was erreichen willst, kämpfe. Wenn du was haben willst, kämpfe. Gibst du auf, verzögerst du das. Mach weiter. Mit Ausnahme, es geht dann nicht mehr mit den Menschen, dann hören wir auf. Alles klar? Ich habe euch gesagt, für mich ist ein Punkt wichtig. Mir ist nicht das so wichtig jetzt, dass einer 1000% alles gibt. Mir ist wichtig, dass er 99% gibt. Und diese 99%, die wo er gibt, das ist für mich wichtig, wenn ich sehe, er hat sich bemüht. Das ist für mich maßgebend. Fertig? Protest! Weiter! Mehr ran, kommt her, weg, weg. Jetzt, und hier! Weiter! Rum, und lassen! Rum, und lassen! Jetzt halte! Der untere ist Kampf. Untere ist Kampf. Und Bruchtest! Tja! Umdrehen! Und. Faul! Evangelia! Gut, Alex, bitte. Sorry. Zwei Bretter. Und? Hier bitte, Alex. Hier. Je nachdem, der Alex das Brett hält, er ist Boss. Je nachdem, wie er das Brett hält, so machst du dein Bruchtest mit dem Bein. Sei es ein Abchecki, sei es ein Tümenabchecki, sei es Dollarchecki, Badedollarchecki, 180, das entscheidest alles du. Da redet dir keiner rein. Du machst nur diesen Bruchtest, je nachdem, wie er das Brett hält. Alles klar? Tschau! Ki! Handstellung! Sir. Ja, nicht vergessen. Fertig! Freikam! Erste Bruchtest ist
Fußbruchtest. Kekbar, wenn ich sage. Mein Gott! Geh, 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 schneller, schneller! Komm, beweg dich, Evangelia. Kickbar! Tja! Und? Tja! Weiter kämpfen! Weiter kämpfen! Um dich rum, um dich rum. Weiter, kämpfen, kämpfen. Los, schnell! Tja! Tja! Kickbar! Tja! Und? Tja! Oh! Chario. Kann schneller! Tja! Je nachdem, wie er hält, sei es Faust, sei es Ellbogen, sei es Handkanne, sei es Jogsudo, sei es Fingerspitze, sei es mit dem Finger oder mit einem Daumen, das entscheidest du. Fertig? Freikampf, ready? Freikampf! Tja! Hopp! Tja! Schneller! Tja! Geh zurück und greif an! Tja! Tja! Oben lassen, gemerkt, was passiert? Schneller. Schneller, rum, rum, rum. Evangelia, dreh auf. Hier. Ja, ohne Pause, ohne Pause, ohne Pause. Geh, dein Mann, ohne Pause, ohne Pause, ohne Pause. Und Bukas, hier, und. Hallo! Patrick, bitte. Keine Prüfung. Du hast die Prüfung.
Protest! Und pa! Weiter! Protest! Ja! Bravo! Alexander Brosch! Marcello! Langen Weg jetzt vor sich, gell? Niki? Sind ein Markenzeichen des Taekwondo. Gell? Ohne Bruchtest kein Taekwondo. Ohne Taekwondo kein Bruchtest. Das passt nicht zusammen. Bruchtest ist immer ein Markenzeichen. Bitte. Yeah. Yeah. Ein Pitu. Ich brauche noch mal einen. Zwei brauche ich. Schnell bitte! Ich brauche nur zwei. Geh du auch darüber.
Evangelia beginnt. Fertig. Es wird ein gehaltener Bruchtest geben in Verse und ein Spagatbruchtest. Das ist eher ihr Bruchtest, gell? Evangelia hat ihn entwendet. So, bitte ganz kurz zeigen, gell? Charlie. Charlie, ging im Augenblick nicht. Handstellung! Hier! Nur kurz zeigen. Ja. Ja. Nur zeigen. Wir mischen uns da nicht mehr ein. Das ist deine Entscheidung. Entscheidung, Mann. Ja! Du hast dir das Brett ausgesucht. Halt. Einmal. Damenbrett, bitte. Sie hat ein Herrenbrett. Ready? Nur drei Bretter her. Schnell! Damen! Damen! Jetzt! Ja! Gerald! Einmal! Philipp! Zweimal! Jetzt will ich sehen, ob du es verstanden hast. Hintereinander stehen. Aus! Nächste, nächste! Erste los! Tja! Weiter! Ab! Weiter! Ab! Tja! Bravo! Kommando. Los! Sehr stark, ganz gut, auch bei dir. Bruchteste auch sehr gut. Also ich bin sehr einverstanden. Doch, beide so.
Also da gibt es doch einen großen Applaus. Für mich ist ganz, ganz wichtig, nicht nur, dass ihr das immer von mir hören tut, sondern auch mal von einem anderen Meister hören tut. Und ich denke, schöner, besser kann man es nicht machen. Und ich denke, die Eltern, sie haben alles richtig gemacht, ihre Kinder haben alles richtig gemacht, meine Schüler haben alles richtig gemacht. Gell? Alexander Brosch ist der Schüler meines Bruders. Gell? Die drei sind die Schüler von mir. Und wir können wirklich nur mit Stolz sagen, alles richtig gemacht. Und ich denke, alle Schwarzgurte sind meiner Meinung. Gell? Gut. Alle Chario, bitte. Einen ganz großen Applaus, bitte. Nächste, bitte. Chario, wie spät haben wir? Und 15 Uhr gleich. Perfekt. Sie haben 5 Minuten Zeit für Ihre Prüfung. Zwei Breit hinter, bitte. Schnell. Fünf Minuten Zeit, nicht mehr. Das ist ein Markenzeichen von Herrn Braun. 5 Minuten. Jeder weiß Bescheid. Jeder, der das jetzt live sieht oder auch die Schwarzkurte, Farbkurte, wissen ganz genau Bescheid, was meine ich damit. 5 Minuten, nur Zeit. Chario. Uish. King. Yushisho! Prüfung zum zweiten Dan, zum Anerkennung, zum zweiten Dan. Sisho! Hey! Weiter! Alexander, bitte. So, nimm. 2 Brett. Ferret, bitte. 2 Brett. Ich gebe dir einen. Freikampf gegen 2 Gegner, gell? Mein Kommando, Freikampf bitte mit Bein. Gell? Freikampf bitte mit Bein, Bruch das mit Bein, gell? Ciao! Kick, nur die Beine, gell? Kampfstellung! Tschüss! Freikampf ohne Kontakt, Kickbar, Buchtest, mein Kommando. Je nachdem, wie die halten. Freikampf! Tschüss! 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 Weiter, weiter! Sonst schmeckt man die Füße! Tschüss! Und Buchtest, tschüss! An! Weiter! Komm mal, Freikampf, los! Weiter, weiter, kämpf, 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 Marco, du musst kämpfen! Und Bruchtest, und! Bruchtest, nochmal Ferse, Ferse, Ferse! Nochmal Ferse! Weiter, Ferse, hier! Nochmal umdrehen, Muskelkraft! Yes! Sehr große Umstellung. Er kennt unsere Prüfungsordnung nicht. Er hat mich immer gefragt, Herr Braun, was kommt, dass ich mich darauf vorbereiten kann? Schwarzkurt muss sich nicht mehr darauf vorbereiten. Er muss nehmen, was kommt. Das ist Prüfung jetzt. Kampfstellung! Cheers! Handbuchtest. Jok, Sudo, Sudo, Terigi, Ellbogen, Fauststoß, eigenen Ermessen. Ready, go! Tschüss! 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 Und Buskes! Ja! Und? Weiter! Tschüss! Oh!
Jogi 1 Brett, ihr habt Jogi 2 Brett, ihr habt Jogi 3 Brett, bitte. Schnell! Bei Jogi 2 Bretter, 2 Halter, bitte, gell? Jogi 3 Bretter, 3 Halter. Mehr, ein bisschen mehr, 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 mehr rüber. Noch mehr. Du musst es sehen mit deinem Abstand, weil die gehen dann weg. Gell? Sie müssen erst von hinten gehen. Jogi 1, Jogi 2, Jogi 3. Und da kommt die Hüfte im Spiel. Chayo! Nur zeigen bitte, nicht kaputt machen. Nur erstmal zeigen. Kündigen Sie Ihr Bruchtest an. Kinder hier aus, bitte. Geht mal ganz rüber. Bitte mehr auseinander, bitte hier sehen. 1, 2, 3. Geht ein paar Leute darüber, bitte. Was kommt? Pandetolle Chick, ich gebe mir Pandetolle Chick, freigehalten. Einmal Kia, bitte. Die 10 Zoll. Kia! Kia! Nochmal. Mit Druck. Kia! Kia! Halten, bitte. Geht schon. Stopp. Kia! Kia! Nochmal, nochmal, nochmal! Schnell! 10 zurück! Kia! Kia! Nochmal springen! Kia! Kia! Nochmal! Kia! Weiter! Kia! Hallo! Dann aufwärts, die Urkunde verquatschen.
Nur die Urkunde bitte. Nur für Quadrocchi Marco bitte. Und Medaille und Emblem bitte. Ganz kurz jetzt bitte. Ich habe gesagt, Sie haben noch 5 Minuten Zeit. Es waren 6 Minuten. Alles gut. Irgendwer muss man nicht mehr zeigen. Marco Quadrocchi hat alles gezeigt, das, was wirklich ein zweiter Darm zeigen soll. Durchhaltevermögen, Hyung, Freikampf. Jetzt ist er auch mit das vertraut, das, was wir im Taekwondo machen. Taekwondo vom Grundprinzip ist alles gleich. Nur jeder Lehrer ist anders. Ja? Volle Anerkennung. Ciao! Meister Ellet, alles gut? Alles gut. Passt alles? Ciao. Ciao! Gratulation! Zweite Dan, Shotchi Taekwondo! Heute ist nur ein Gast anwesend. Ja? Wir, die Großmeister Ellet Obersthal-Bronn, Giuliano Xilage Eicher-Schrobenhausen, Mario Braun, Gersthofen Königsbrunn, beurkunden und erkennen die Prüfung für Marco Quadrocchi zum zweiten Dammhang. Meister Oberst muss noch unterschreiben. Ja? Er kriegt einen ganz großen Applaus. Ja? Familie bitte, Familie Quadrocchi, kommen Sie. Schnell, kommen Sie zu mir. Ein Foto bitte machen. Schnell, Foto. Habt ihr Handy dabei? Ja, kann ein Foto bitte machen. Ja. So, Fiona, bitte. So, Familien können zusammenstehen. Gell? Familien können zusammenstehen. Perfekt, sehr schön. Für ihn einen ganz großen Applaus. Alles gut, das gehört dazu, gell? Papa, Frau, Sohn, später ganz festhalten, gell? Das ist ganz wichtig, gell? So, dass es nicht kaputt geht, das übergebe ich jetzt der Frau, gell? Die Tina, sehr schön, dann kann man stolz sein. Kinge, bitte, sieh wieder aus, sieh zurück, bitte, gell? Vier Schwarzgurtbündlinge, ruhig! Bitte nur hohe Darmträger, jetzt bitte jeder ein Schwarzgurtbündling. Umbinden werden nur mein Bruder und ich. Für mich ist es gar nichts aufgeregt. Ich kenne euch als ganz kleine, sagen wir mal, kleine Kleinkinder, kleine Babys. Ja? Und ich muss wirklich sagen, mehr Stolz kann man nicht haben. Ja? Ich habe dir gesagt, bei dir war etwas anderes als ein Spiel. Ja? Papa hat mit mir viel geredet früher, wo du klein warst. Er hat mal ein Wort mal zu mir gesagt, sag es mal öffentlich. Ja, Herr Braun, nehmen Sie sie doch mehr ran! Dann habe ich gesagt, muss ich nicht. Das genügt schon, was wir machen.
Evangelia wird ihren Weg gehen, weil sie da sind. Und ich denke, wir haben alles richtig gemacht, Herr Bistiolas. Ja? Ich. Also. Es ist nicht, dass wir jetzt die... Bitte, ja, schaut mal bitte nicht, dass die kleinen... Das sind kleine, bitte. Ja, jetzt, genau. Die Damen, die kommen in zwei Minuten, ja? Alles kommt das offen, geht alles gern dann im Original. Ja? Sehr schön. Bei der Roxana kann ich auch ganz kurz etwas sagen. Ich kann mich noch erinnern, bei der Roxana war mal eine kleine Flaute drin, die es alle Jugendliche haben. Aber dann ist aber auch der Punkt, wie komme ich aus dieser Flaute wieder raus? Ich weiß, wie ihr begonnen habt. Ich weiß, wie ihr trainiert habt. Und ich weiß, was mir zu Ohren gekommen ist. Ich weiß es von allen Schülern. So wie ich von all meinen Schülern die Namen weiß. Gell? Alles klar? Von allen Ich- und Schienschülern weiß ich alle Namen, mit Ausnahme Schroppenhausen und Eichach. Gell? Ich hoffe, mein Bruder weiß es. Weiß er das? Ja, also. Hat er alles richtig gemacht, Alexander? Ja, sowieso. Gell? Also auch bitte an die Familie Bendix ein ganz großes Dankeschön. Gell? An die Mama, auch an Papa. Gell? Schade, dass sein Bruder nicht dabei ist. Normal hat eine hinter die Ohren vielleicht deswegen aufkaut, aber nichtsdestotrotz. Gell? Du hast alles richtig gemacht, Mama, Papa haben alles richtig gemacht. Sie kriegt einen ganz großen Applaus. Ja, zum Alex gibt es auch ganz interessante Sachen zum Sagen. Der Alex, der hat damals bei mir angefangen, da war er etwas korpulenter. Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und Selbstbewusstsein gleich null. Die meisten Eltern bringen ja ihre Kinder ins Taekwondo mit dem Gedanken, dass das, also dass das Selbstvertrauen geschult wird, aufgebaut wird, dass man ein Auftreten entwickelt. Und das hat der Alex mittlerweile sehr gut gemacht. Er trainiert auch sehr, sehr hart dafür. Und ich muss sagen, er ist jetzt hoffentlich mal einer, wo ich sagen kann, der geht einen weiteren Schritt weiter, wie nur bis zum Schwarzgurt. Taekwondo beginnt erst ab Schwarzgurt. Erst dann kann man ein bisschen verstehen. Das ist das, was ich jetzt. Jetzt habt ihr den Grund in euch drinnen. Und jetzt ist es auf dem Weg einmal, Richtung ein Meister zu werden. Aber dazu braucht ihr Lebenserfahrung und dazu braucht ihr einen Weg. Und ich hoffe, du wirst derjenige sein, der wo bei meinem Bruder bleibt. Alle anderen sind gegangen. Er war sich nicht sicher, soll er mir geben oder nicht, weil er ist schon zu oft enttäuscht worden. Das sage ich jetzt frei raus. Ich hoffe, du wirst jetzt der Schwarzgurt hier in Eichach und Schrobbenhausen, auf dem er mitbauen kann. Es geht nicht um Stefan Schiller. Er ist ein treuer Schüler. Ja? Er kommt bis heute noch her. Er war auch der Schüler noch vom Robert Auer, darf man nicht vergessen. Du bist derjenige, den er jetzt ausgebildet hat. Und ich hoffe, du bist derjenige, der wo auch bei ihm bleiben wird. Ja? Alles klar. Weil es kommt der Tag, an dem ich eine dritte Schule mache. Und Patrick als Stellvertreter und dann Holger Braunbeck, wir brauchen noch weitere Hilfe. Also, erster dann. Mauer Alexander, oh Gott, das Wetter war die Flaute aber recht groß. Nichtsdestotrotz aber, er hat alles sich zu Herzen genommen, was die Schwarzgurte ihm gesagt haben. Und gestern kam ein Spruch, was der Markus Weber gestern gesagt hat. Er, so ein Ausdruck. Er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und was die Schwarzgurte von uns alle sagen, auf das kannst du bauen, Alexander.
Papa, Mama haben alles richtig gemacht. Heute haben wir uns so gefreut, dass ich nach langer Zeit deinen Vater wiedersehe. Nach einer langen Zeit. Erste Mal, dass ich deine Schwester kennengelernt habe, noch nie gesehen. Gut, sie hat gesagt, mal auf eine Vorführung, aber so selber noch nie gesehen. Und das ist Schwarzgurtbrunnen, wo die Familie da ist. Schade, dass Mama jetzt nicht da ist. Ich hoffe, vielleicht mal dann zum zweiten Tag. Ja? Sehr gut. Er kriegt einen ganz großen Applaus. So, die Urkunden bitte. Urkunden für Maurer Alexander. Jetzt kommt Anerkennung. Danke. Alexander Maurer, Gratulation, erste Dance, John Schild-Tekmann. Alexander Brosch, starke Prüfung, super Leistung und ich hoffe, du nimmst dir das zu Herzen. Das ist ganz wichtig. Okay? Alexander Brosch, Gratulation! Erste Dame, Churchill Techno! Roxana Bendix. Roxana Bendix, wunderbar. Sehr hübsches Mädchen auch geworden, muss man auch mal betonen. Gell? Von klein auf bis jetzt. Und das ist das Schönste für mich, wenn ich sehen tue, wie die kleinen Kinder bei mir groß werden. Und das ist was ganz Besonderes. Gell? Roxana Bendix, Gratulation. Erste Dame, Schönchen Techmann. Miss Jonas Evangelia. Danke. Es ist alles gesagt. Ja, weiter so. Sie trainiert auch sehr fleißig Kickboxing beim Alex Gruschka. Ja, durch das, weil du auch sehr jung bist, haben wir ja gesagt, normalerweise erst ab einem gewissen Alter im Kickboxing. Aber man muss wirklich sagen, von deiner Art her sieht man, du bist reif dafür. Ja, ich habe gesagt, die Schüler dürfen im Hyeonchi Taekwondo mit 14 Jahren die Prüfung zum ersten Dan ablegen. Sehen wir, Lehrer, ihr seid nicht so weit, dann muss man warten, bis man 15, 16 Jahre alt ist, ansonsten bis zum 18. Lebensjahr. Das ist etwas, was wir uns nie etwas nehmen lassen werden, wenn wir sehen, nur wenn derjenige reif dazu ist. Gell? Ein Schwarzgurt ist was Besonderes. Gell? Bis Jonas Evangelia, erste Dan, Schönschild Taekwondo.
Evangelia, kommst du zu mir bitte? Sie gehen bitte alle einen Schritt zurück. Die Familie Bestiolis, kommen Sie bitte. Giuliano, komm. Super Hausschuhascher. So. Darf ich bitte der Mama übergeben? Ja. Bitte schön. So. Roxana, bitte. Frau Bendix, kommen Sie. Giuliano. Giuliano. Chef, bitte, kann einer ein Foto bitte machen? Können Sie nochmal bitte? Und dann einfach Nummer austauschen, dann schicken bitte. Sie sind heute die Fotografin. Perfekt. Dankeschön. Bitte die Mappe. Okay, kommen Sie bitte. Bitteschön. Danke. Mauro Alexander. Kommen Sie bitte. Die Familie vom Alexander bitte. Kommen Sie. Sie müssen nicht, um Gottes Willen, gell? So, jetzt. Giuliano, bitte. Super. Dankeschön. Bitte, die Mappe. Herr Mauro, ich übergebe es Ihnen. Alexander Brosch, kommt die Familie bitte. Herr Brosch, kommen Sie. Sehr schön. Familien übergeben, schnell! Abschluss! Ja, machen wir jetzt. Alle nochmal schnell bitte. Nehmen wir so. So. Livestream ist somit vorbei. Also Dankeschön fürs Zuschauen, alles klar. Und ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Morgen ist die Zusammenfassung im YouTube-Channel dann online zu sehen. Also, auf Wiedersehen, ciao! Sagt alle mal auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Alle, ciao! Oh, lieber Gott. Faust halten!